Es werden in 2 Stunden 20 Testesser kommen. Den werdet ihr Vorspeise, Hauptgang, Dessert anbieten. Wie, ist mir egal. Kann man auch à la carte machen. Kann man die Gäste auch Karte geben? À la, long, à la creme. Du kannst auch okay, hier. Ja, da würde ich einfach à la carte machen. Mach, wie du willst. Ja. Und dann gucken wir mal, ob es sich überhaupt lohnt, hier anzufangen zu arbeiten. Okay? 2 Stunden. Okay. Alles klar, dann hau alles rein. Alles klar, okay. Ja. Alles klar. Oh. Also Fabi, in 2 Stunden. In 2 Stunden kommen 20 Personen. Ja. Das ist jetzt unsere Entscheidung, wie wir das machen. Ob die alle gleiche Essen machen, ob die à la carte essen sollen. Mir gleiche egal. Vorspeise. Nicht ja, egal. Du kochst, ja, du musst mir sagen. Mir egal, was will ich machen. Der Fabrizio ist so ein Mensch, der ist immer da, der hilft mir. Natürlich haben wir auch manchmal Stress. Manchmal ist auch laut zwischen uns beiden. Das heißt nicht, dass wir immer so sind. Ja? Das kann man sich vorstellen, dass das funktioniert nicht jeden Tag. Mach mal à la carte. Okay, alles klar. Fabrizio scheint mit der Entscheidung seiner Chefin nicht glücklich zu sein, traut sich aber nicht, seine Meinung zu sagen. Hier herrscht ein Kommunikationsproblem, dem der Sternekoch noch auf den Grund gehen muss. Jetzt steht aber erstmal die Inspektion des Gastraums an. Italienisches Flair? Fehlanzeige. Hier nimmt der Deko-Wahnsinn seinen Lauf. Guck mal her. Und zwar immer nach dem Motto Masse statt Klasse. Das hat so was von altem Kaffeehaus, ne? So. Wenn die gut situierten Damen sich einfach treffen, ne? Ein Kaffee und 5 Eierlikör. Du weißt Bescheid. Hier, guck mal her. Das hat schon richtig was von Kitschbude, ne? Sag mal, wenn du hier reinkommst, ne, tun dir so die Augen weh, das kriegst du mit der Pizza gar nicht mehr zu Ende gekocht. Aber kann das Ambiente der Pizzeria der Ursprung aller Probleme sein? Der Sterne-Gastronom sucht weiter und stößt auf die Speisekarte. Kann die mit etwas mehr italienischer Linie überzeugen? Wie viele Gerichte haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 70, 19, 20, 24, 100, 102, 104, 106, 124, 26, 28, 32, 34, 136. Und bei 136 komme ich dann zu Wiener Schnitzel. Ein kulinarischer Gemischtwarenladen, aber kein klassischer Italiener. Der Restaurantretter scheint auf ein entscheidendes Problem gestoßen zu sein. 228 Gerichte auf einer Speisenkarte. Das ist absoluter Monster-Rosins-Restaurants-Rekord. Warte. Fabrizio, komm mal her. Fabrizio, komm mal bitte. Por favore, andiamo. Prego. 228 Gerichte sind hier drin. Ja. Willst du mich verarschen? Nee, ich mag dir nicht verarschen. Hä? Die Maria. Was ist hier los? Ja, ich weiß. Das ist zu viel. 228 Gerichte. Zu viel. Das kann doch kein Mensch kochen. Ich weiß. Aber das ist zu viel. Das ist sehr viel. Das ist 280 Essen. Das ist nicht so einfach. Warum sagst du denn da nichts? Schon lange habe ich eigentlich gesagt, hier muss man was anderes machen. 20, 30 Essen, richtig, gut Wein, fertig. Okay, kannst wieder reingehen. Ich wollte es jetzt nur wissen. Dankeschön. Frank Rosin ist klar, Chefkoch Fabrizio will diese Riesenspeisekarte gar nicht. Eine Änderung kommt für Chefin Anja aber nicht in Frage. Es geht mir auch um die Gäste, die jetzt zurzeit kommen. Ne? Die sind gewonnen zu unserer Karte, zu unseren großen Portionen. So diese halbe deutsche, halbe italienische Gerichte. Und davon habe ich auch Angst gehabt, da kommt keine mehr, wenn ich hier das verändere. Der Leidtragende ist Koch Fabrizio, der jeden Tag mit 228 Gerichten zu kämpfen hat. Chefin Anja beharrt auf ihrer großen Speisekarte aus Angst, Gäste zu verlieren. Das ist schon immer ein gastronomischer Trugschluss, dass man meint, man ist nur gut, wenn man alles anbietet. Aber Markenbewusstsein bedeutet, dass ich mich auf ganz bestimmte Sachen konzentriere und mich dafür spezialisiere. Und wenn ich in ein italienisches Restaurant gehe, dann will ich die originale Cucina della Mamma haben. Da bin ich doch für den Koch. Da sage ich doch, ihr könnt mir alles erzählen, aber kein Koch kocht jetzt 228 Gerichte.
Dank Anjas Entscheidung, beim Testessen à la carte zu kochen, muss sich Küchenchef Fabrizio jetzt für 228 mögliche Bestellungen wappnen. Da haben die herbeigeeilten Servicekräfte Sabrina und Annette im Gastraum nicht ganz so viel zu tun. Ob Anja klar ist, vor welch unbezwingbare Aufgabe sie ihren Küchenchef mit dieser Speisekarte stellt. Das, wie gesagt, das ist wie Traum. Ich mache jetzt einfach mit. Was kommt, kommt. Ich weiß nicht. So ganz sicher hört sich das aber nicht an. Abwarten, was das Testessen offenbart. Frank Rosin hat derweil noch eine Frage an Fabrizio und Pizzabäcker Francesco. Eine Frage. Ich habe ja gerade eine Pizza gegessen. Warum macht ihr die Pizza in diesen... In diesen Bällchen? Ja. 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 Magma in diese. Wir haben die Backofen, das ist kaputt. Normal, ich wollte die Pizza ohne Bällchen machen. Aber ich mag ohne Bällchen. Die Pizza ist nicht gekocht und die geht sofort verbrannt. Weil es zu heiß, oder was? Der Klepp. Zu heiß? Ja, zu heiß. Der Klepp. Also es liegt am Ofen? Ja. Das Problem ist, machst du die Pizza in diesen Blechen, ölst du das Blech ein, die Pizza brät eigentlich in diesem Blech. Also die wird in diesem Blech wie in einer Pfanne gebraten. Und das ist das Problem. Normalerweise muss sie trocken auf dem Stein, wie früher die Neandertaler ihr Brot auf dem Stein unter Feuer gebacken haben. So muss das normalerweise gemacht werden. Dann wird sie trocken, dann wird sie hart und dann steht sie auch, wenn du sie so festhältst. Und dann ist sie crunchy und das ist genau so, wie es sein muss. Fabrizio wollte mir gerade erklären, dass er die Pizza eigentlich so machen möchte. Aber aus technischen Gründen, das Equipment spielt nicht mit. Schade eigentlich. Aber jetzt gucken wir mal. Bleibt zu hoffen, dass die 20 Testesser in der Pizzeria keine perfekte Pizza erwarten. Doch vorher stößt ihnen etwas anderes auf. Auf mich wirkt das überhaupt nicht wie eine Pizzeria, sondern eher wie eine einfache Gaststätte. Draußen ist ja nur ein Pavillon. Es ist zwar weiß, aber hat auch schon seine Jahre hinter sich, glaube ich. Abend. Jetzt, guck mal, jetzt werdet ihr von mir sogar begrüßt. Jetzt gibt's ja gar nicht. Wo sind die Gastgeber? Versteckt euch hier nicht so. Was seid ihr denn drauf? Ja, ja, glaube ich aber auch. Eigentlich ist es eine ihre Aufgabe. Bitte schön. Schönen guten Abend. Alle hier Hallo. Raus. Alle hier raus. So, schönen guten Abend. Die Herrin des Hauses ist fast sprachlos und dem Sternekoch fehlen die Worte. Hier muss an der professionellen Gastfreundschaft gearbeitet werden. Frank Rosin hat viel Arbeit vor sich. Dunkel. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Zirkus. Es ist wirklich ein bisschen überladen von der Theke. Es sind zu viele Sprüche an der Wand und ein bisschen die Deko ist nicht so schön. Die niedlichen Engel scheinen das Herz der Gäste nicht zu erwärmen. So richtig italienisch ist es jetzt nicht. Aber es geht ja auch primär ums Essen. Heute gibt's bei uns à la carte. Und zwar aus einer Karte mit 228 Gerichten. Ein Punkt, der hinter den Kulissen für großen Ärger sorgt. Dieser Punkt muss besprochen werden. Was erwartet man, wenn man in ein italienisches Restaurant geht? Was ich will machen in diesem Restaurant, das ist eine Sache. Aber sie kann machen, was will, das ist die Chefin, nicht ich. Was ich will machen, eine Küche Italien. Die Leute müssen sagen, ich will. Bei zweiten Post, ich will das essen. Das. Weg. Ja. Also im Grunde genommen haben wir das doch hier alles schon geregelt. Im Grunde genommen ist es genau das, was es ist. Und sieben Stück Pizza. Die Salami, Peperoni, Wurst. Wenn ich in Italien bin, ne, dann kommt einer und sagt, Mama hat heute gekocht. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. Basta. Und dann wissen die Leute, es ist frisch, es ist Seele, es ist Handarbeit. Ja. Und es ist Italia. Ich weiß. Ich weiß. Gut. Bis gleich. Alles klar. Spannend wird es, was die Testesser zu diesem Überfluss an Speisen sagen. Laut Anjas Meinung erwarten die Stammgäste diese Vielfalt. Doch die heutigen Gäste sind zum ersten Mal hier. Es wird geblättert und gegrübelt. So viel Schnitzel. Weißt du, wenn es eine Pizzeria ist, Schnitzel finde ich zum Beispiel, mag ich persönlich nicht so. Ich habe ein Gericht ausgesucht, dann blätter ich weiter, dann bin ich beim nächsten Gericht. Dann drehe ich wieder eine Seite weiter, dann bin ich wieder beim nächsten Gericht.
Sind die anderen auch dieser Meinung? Wenn alles in fünf-, sechsfache Ausfertigung, finde ich schon ein bisschen sehr, sehr viel. Die Küchenschlacht beginnt. Alle Zutaten für 20 unterschiedliche Vorspeisen müssen gleichzeitig fertig werden. Eine Herausforderung für das kleine Team. Eine Buscetta, machst du da. Fabrizio dirigiert den Pizzakoch durch das Vorspeisenlabyrinth und auch Chefin Anja mischt mit. Ja, also ich bin schon ein bisschen gestresst. Ich versuche hier gerade ein bisschen zu helfen, dass mir das die Vorspeise halt schneller rausgehen, dass die Gäste nicht so lange warten. Schwimmt ist mit Vorspeise fertig, Fabrizio. Wir bringen mal jetzt Beilagensalat für Schwimm. Sie machen selber Stress. Und das ist chaotisch. Kilo Bruschetta pro Meter. Ich bin halt immer ein bisschen da, ein bisschen da. Erstmal draußen ein bisschen Getränke machen, Bestellung nehmen. Dann komme ich ein bisschen hier, helfe ich ein bisschen hier drinnen. Ja. Dann gehst du raus. Komm, Essen raus, nimmst du und gehst fertig. Einmal mehr wird die unterschwellige Unstimmigkeit zwischen den beiden deutlich. Francesco, kannst du mir die 9 Stück Brot? Tomatensuppe aus der Pfanne. Das will der Sternekoch genauer sehen. Warte. Sehr intensive Tomatengeschmack. Sehr natürlich. So schmeckt in einem italienischen Restaurant eine Tomatensuppe. Ein gutes Omen. Aber die Tomatensuppe ist ja nur eine der unzähligen Vorspeisen. Und die müssen alle den Geschmack der Testesser treffen, um heute Abend zu überzeugen. Ich habe eine Tomatensuppe bestellt und ich finde, die schmeckt wirklich gut. Von der Menge her ein bisschen viel für eine Vorspeise. Aber sehr lecker, sehr heiß. Alles in Ordnung. Ja. Ich hatte den gebackenen Schafskäse mit Salatgarnitur und ich muss sagen, er hat eigentlich echt gut geschmeckt. Es war nur ein bisschen zu viel als Vorspeise. Die Portionsgrößen kommen nicht an, aber geschmacklich kann die Vorspeise punkten. Bisher. Ja, gut. Also Soße ist eher wie Wasser, komplett sauer. Das schmeckt furchtbar. Kann ich so nicht essen. Eine klare Absage an die Garnelen. In der Küche wirbelt Fabrizio weiter, um alle Gerichte einigermaßen zeitgleich fertig zu bekommen. Im Gastraum hingegen herrscht im Serviceteam fast schon entspannte Stimmung. Eine ungleiche Arbeitssituation, die nicht zuletzt Anjas fehlender Gastro-Ausbildung geschuldet ist. Leiden müssen darunter die Kollegen in der Küche. Könnt ihr euch das mal angucken, was das für eine unmenschliche Arbeit ist, wenn man jetzt diese 228 Gerichte einfach mal so abrufen muss. Jetzt muss er die Sachen natürlich auch lagern, die müssen gefroren sein. Jetzt essen die Leute. Jetzt muss er das auftauen, muss das in der Mikrowelle. Der Lachs muss rasch auftauen und dann zu einer leckeren Hauptspeise verarbeitet werden, neben den anderen 19 Bestellungen. 280 Essen. Das ist zu viel. Vor allem, weil es in der Pizzeria nicht nur italienische Kreationen gibt. Hey, lass uns doch zum italienischen Restaurant gehen und ein paar Schweinelchen in Champignon-Rahm mit Kroketten essen. Doch die Testesser haben diese deutschen Gerichte auch bestellt. Hat Chefin Anja vielleicht recht? Ist ihr breites Speisenangebot das jahrelange Geheimrezept der alten Post? Und es liegt alles nur am ungelernten Koch Fabrizio? Entschuldigung. Komm bevor. Bei Ihnen auch? Nehme ich gerade noch mal mit. Der Lachs war komplett roh innen, also nicht genießbar. Leider. Ja. Alles klar. Danke dir. Ist das noch roh oder was? Ja. Wenn die Geschäftsleitung nicht sieht, dass die Küche das gesamte Restaurantkonzept nicht schafft und noch nicht leben kann. Und das ist, also, hier hat kein Mitarbeiter Schuld. Dieses Thema muss Frank Rosin später unbedingt auf den Tisch bringen. Willst du das nochmal neu machen? Ja, ich mache neu. Katastrophe, Alter. Im Sternekoch brodelt es.
Mir jucken hier so die Flossen. Ich möchte sofort hier reinspringen und sofort helfen. Hier, Lachs in die kalte Pfanne. Dann kann das auch nicht gelingen. Flamme. Ja, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja. Kein Schwein kann hier kochen. Ja, was soll ich machen? Nein, nix, ist doch gut. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite. Okay? Deshalb kann er den 40-jährigen Chefkoch in dieser Situation auch nicht allein lassen und packt kurzerhand mit an. Draußen stehen 20 Testsets, aber 228 Gerichte auf der Karte. Ja, mein Kochherz, ja, mein Herz für diesen Kollegen, ne, bricht. Wenn ich mir das hier angucke, mich hier hinstelle als Frank Rosin und sage, das klappt ja gar nicht, unmöglich oder so, da könnt ihr gar nichts für, geht gar nicht. Da helfe ich, weil ich Kollege bin und nicht, weil ich hier irgendwas testen will oder so. Ich weiß ganz genau, was hier falsch läuft. Im Gastraum ahnen die Gäste nichts vom Chaos hinter den Kulissen. Doch sind die Testesser zufrieden? Also nachdem ich jetzt nachwürzen lassen habe mit frischem Pfeffer, schmeckt sie mir eigentlich recht gut. Außer, dass die Tomatensauce hätte ein bisschen pikanter sein können. Am Nebentisch wird Fleisch und Pasta probiert. Die Tagliatelle sind für meinen Geschmack ein bisschen zu durch und mir fehlt ein bisschen Salz. Aber ansonsten kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Aber die kleinen Kritikpunkte summieren sich. Irgendwie hat noch ein bisschen der Pep gefehlt, muss ich schon irgendwie sagen. Ja? Also so ganz in Italien sozusagen habe ich mich nicht gefühlt. Das Gefühl von italienischer Dolce Vita gab es auf den Tellern zumindest nicht. Den Service fand ich persönlich sehr zuvorkommend, sehr höflich, freundlich und auch offen. Zeit für eine Selbsteinschätzung der Chefin. Das Essen war nicht so schön, glaube ich, oder so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Also normal ist so schlimm, läuft das bei uns nicht wie heute. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. So fangen wir bei euch an. Speisenangebot, Geschmack, Preis-Leistungs-Verhältnis, Ambiente und Service. Maximal 10 Punkte pro Kategorie. Hier, haut rein. Jetzt muss das durchwachsene Feedback in knallharte Zahlen verpackt werden. Die werden zeigen, was das größte Problem in der Pizzeria zur Alten Post ist. Ja, ich bin von einer Seite enttäuscht und von anderer Seite ist auch gut, wenn da Fehler sind. Da kann uns auch Frank sagen, wo die Fehler halt waren. Das Katastrophe. So, das war's erstmal für heute. Ey, ihr habt ein richtiges Problem. Alter Schwede, und eure Köche tun mir richtig leid. So, das gehe ich jetzt ausarbeiten. Von dir möchte ich morgen vorbereitet haben, so wie du in Zukunft gerne kochen möchtest. Capito? Angelo, kann ich den morgen mal kennenlernen? Ich denke, dass der neue kommt. Alles klar. Dankeschön und erstmal einen entspannten Feierabend. Ne? Dankeschön. Danke. Also ich glaube, von den 50 Punkten haben wir so 25 erreicht. Ich hoffe mindestens. Was soll ich dazu sagen? Ihr habt es auch gesehen. Ne? Sklaventum ist das. Einfach die Küche für doof verkaufen. Ganz klar. Die Grundvoraussetzungen sind wirklich schwierig. Der Betreiber, der Boss, ist vor 3,5 Monaten gestorben. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist ein Problem. Das andere ist, dass mit 228 Gerichten so ein Restaurant und so eine Küche nicht betreibbar ist. Mein Eindruck ist, die Köche tun mir einfach nur leid. Das gehe ich jetzt ausarbeiten und dann sehen wir weiter. Das Ende eines harten Tages. Frank Rosin hat mit dem Küchenchef gelitten.